Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession hier bei Watch Dogs 2 mit mir, dem Kegel. Und wir waren ja in der letzten Aufnahmesession richtig fleißig. Aber wir haben noch nicht alles geschafft. Also müssen wir es weitermachen. ja. Wir waren jetzt, glaube ich, beim letzten Gedings hier, waren wir, glaube ich, in diesem Gebiet und haben eine Tüte mit Geld mitgenommen. Und da wir jetzt gerade hier in der Nähe von dem Drohnenrennen sind, würde ich einfach mal so gedingsen, also sagen, wir machen da mal eine Schnellreise hin und fangen gleich hier mal mit diesem wunderschönen Rennen. Huch! Ich hätte gerne die Liste selbst so richtig gesehen, ne? So, also drei Rennen sind es jetzt noch hier von dem Drohnen-Dings. Sieht ja ganz gut aus. Also, ich hoffe mal, dass ich die Steuerung jetzt auch noch kann. Also die letzte Aufnahme, die war gestern. Aber trotzdem, ich bin so ein bisschen, ja, so ein bisschen Gedings. Hm? Man weiß ja nie. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, welche Schwierigkeit das ist. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Aber egal. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Oh oh. Ja, perfekt. Juhu. Perfekt. I like this. Sehr gut gerettet. 1 Minute 10 stand also auch ein recht kürzer, ein recht kurzes Rennen zu sein. Also ich glaube, ich hätte die Aufnahmesession doch nicht starten sollen, weil so richtig sprechen kann ich gar nicht. Aber wann kann ich ihn schon mal richtig sprechen? Das hatte ich, glaube ich, in den ersten Projekten, in den allerersten Projekten, ja. Huch! Da hat es, glaube ich, ganz gut geklappt mit dem Reden. Aber seitdem ist dann so mit... Ich glaube, welche Projekte waren denn das? War es Mario 64 oder... Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eins von den ersten Projekten. Da war es noch ganz akzeptabel, aber... Sonst, also meine Sprachdefizite sind ja schon sehr schlimm geworden. Also wir haben jetzt hier das Silberding erreicht. Wunderbar. Freue ich mir einen Keks drüber. Was wollen wir denn mehr? Perfekt. So, das wäre auch erledigt. Das heißt, wir gehen jetzt hier vorne zum Tütchen Geld. Und das ist, glaube ich, ein Gebiet, wo wieder die Sicherheitsleutchens rumlaufen werden. Oder bin ich... Doch, doch. Siehst du? So ein bisschen, zwar ist nicht viel, aber so ein bisschen weiß ich noch. Bin halt sehr gut, naja, sehr gut informiert bin ich sowieso nie. Aber, naja. So, die sehr große, allergroße, also die perfekte und abgedingste Preisfrage jetzt. Wie komme ich da hoch? Ohne aufzufallen, umzufallen, runterzufallen, wegzufallen. Und alle möglichen Gefälle hier nicht zu gedingsen. Das sieht mir ein bisschen gegnerisch aus. Also gegnerisch, ne? Und so. Ich glaube, die geht gleich in die Luft. Oder er. Also es. Oder so machen, ne? Also ich sitze hier nur rum und, ja, dreh Däumchen. Oh, danke fürs Geld. Gesichert. Überprüfe den nächsten verdammten Bereich. Brauchst du nicht. Guten Tag. Wie schnell sie hier hochspringen können. Geil. Ja. Boah, Leute, das finde ich nice. Ja, was gibt's?
What the doing fuck? Boah, es geht ja richtig ab hier. Ja, Leute, lass mich da aus dem Spiel, ne? Was? Was? Hier ist ein Eindringling. Warte, nö, nö. Ich hab, nö, nö. Ich stehe hier nur rum. Ich laufe, ne, also, ne, ich bin hier, ne, ich bin nicht da. Finde ihn und heizt ihm ein, klar? Ich finde dich, und zwar bald. Echt? Ihr wollt mich finden? Oh, geil. So, wie komme ich jetzt an dieses Geldtütchen dran? Also, ne? Was machen die da? Was zur Hölle machst du da? Ja, was macht ihr da? Hallo? Ja. Ich weiß es nicht. Alter, hört auf, mich hier anzuschießen. Guck mal, da vorne haben wir doch einen... Ich hoffe, ich kann jetzt hier runterspringen, ohne mir das Genick zu brechen. Perfekt. Ich werde jetzt mal ein bisschen leicht angesetzt tricksen, um mir nicht so viel Zeit zu verschwenden. Weil wir wollen ja auch vorankommen, ne? So, passen wir auf. Scheiße. Ich schlag dir den Schädel ein. Danke. Ja. Ich habe hier nur die Leitung überprüft. Ich bin von der Telekom. Ja. Schön. Ich freue mich. Also ich freue mich sehr. Das war toll. Es war übrigens nicht der Sicherheitsdienst, das waren irgendwie die Teskas oder Bratva oder Schlabuzzi. Keine Ahnung. So. Ich glaube aber hier vorne müsste der Sicherheitsdienst sein, weil das war glaube ich auch noch ein Sperrgebiet. Also werden wir uns diesen Punkt mal als nächstes vornehmen. Können eigentlich mal hier eine Schnellreise hinmachen, weil über das HQ wird das glaube ich zu lange dauern. Alright. Und wir müssen uns da reinhacken. Oh, hacken genau. Erinnert mich irgendwie so an ein schönes Mettbrötchen. Hackfleisch. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das damit zu tun hat, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Da war mir gerade nach. Weißt du? Alright. Wie soll ich das machen? Warte, dann muss ich doch mal eben die ganzen Milchchen zurück. Ja, geht doch mal bitte aus dem Milch her. Ich bin ja Leitungsspezialist bei 1 und 1 direkt. Was? Hallo, ich hab doch nur gepupst. Da müsst ihr nicht gleich hier so einen dicken Macker von machen, ne? Schwärmt aus! Oh, schwärmt aber nicht so doll. Oh, nichts mehr denken, Leute. Ich bin ein bisschen durch heute. So. Wo waren der Ömmel? Achso, ich bin hier noch... Hä? Hä? Ich sei hier noch gar nicht richtig. Das ist ja ganz toll. Kann ich da eventuell mit dem Jumper hochspringen oder ist das...
Das reicht nicht. Ja, gut. Warum nicht? Ich wollte es ja nur mal gedingsen. Also ausprobieren und so, ne? Aber ist alles gut. Alles kein Problem. Alles gut. Man könnte es ja auch mit dem Ding probieren. Lassen wir hier den Telekom-Spezialisten von 1 und 1. Lassen Sie den das mal bitte machen. Der wird das schon hinkriegen. Schauen Sie mal, der macht alles kaputt. Warum auch nicht, dann wird es nur noch schlimmer. So, achso, jetzt muss ich da noch ganz kurz warten. Ja, ist ja kein Problem. Ja, kommt, dass ihr mal ein bisschen Spaß habt hier, ne? Dann auch noch ein Polizistenmörder, weil du weißt. Oh, das ist ja schon. Dankeschön. So, das müsste doch jetzt das Ding hier vorne gewesen sein, oder? Ach, guck mal, der Tor hier unten ist auch jetzt auf. Wunderbar. Mich jetzt da so dran. Ich wollte Markus jetzt den Weg erleichtern. Danke. Perfekt. Yeah, baby, yeah. So, warte mal. Ja, ich weiß, wir haben 17 Forschungspunkte. Das freut mich auch ungemein. Das freut mir gerade einen ganz großen Keks. Aber, ne? Achso, hier ist er. Huch. Die war aber vorhin noch nicht da, oder? Müssen wir ja dann auch noch, ne? Das sagt man nicht. Das heißt Gesäßcreme, hört sich förmlich an. So. Wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Die PIN-Nummer ist 384562. Dieselbe Nummer von meiner PIN. Ja. Toll. Okay. Wir kommen hier so nicht rüber. Also machen wir das mal anders. Und hauen hier einfach mal das Tor in die Binsen. Weil mir da gerade nach ist. So. Weitergehen, Alter. Na? Also ich stehe hier bloß rum, mein lieber Wuffi. Nee. Aua. Nee. Scheiße, ich dachte, ich treffe den Autowagen da. Ja, super. Na, das geht ja gleich schon mal wieder richtig gut los. Bleiben Sie mal ein bisschen höflich hier, ne? Gesehen. Hallo? Öffnest du bitte die Tür? Okay, bringt sowieso nichts mehr. Komm, ich bin tot. Ja, freu dich, kauf den Keks. Ja, komm, knall mich ab. Jawohl, wunderbar. Ich freue mich.
Wieso ist er da jetzt eingestiegen? Ich habe nicht Taste E gedrückt. Ich habe Taste F gedrückt. Was? Was? Hallo? Was war das jetzt? Habt ihr einen an der Waffe hier oder was? Aber sonst geht's doch noch ganz danke, ne? Aber mich hier erstmal richtig schön über den Haufen schießen. Komme gerade wieder zurück, zack, ist der nächste. Jawohl, wunderbar. Aber selbstverständlich. So, komm hier. Hol das Ding einfach, dann sind wir fertig. So. Danke für die Blumen. Adios. Alter, ist sowas Dämliches. Und ich wollte eigentlich nur den einen Wagen da hinten treffen und nichts anderes. Naja. Mit mir kann man es ja machen, ne? Ich hab ja ein dickes Fell. So, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ach, 13 Minuten, na wunderbar. Perfekt. Perfekt. Oh yeah. Das heißt, wir können noch ein bisschen was sammeln. Wenn wir da dran kommen. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Aber vielleicht... Ne, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ja. So. Oh. Ein Forschungspunkt auch noch. Was? Muss auch schon wieder gehackt werden. Oh, was ist denn das hier? Was soll denn diese Kacke? Ich finde hier irgendwie mehr Aufgaben, als ich eigentlich haben will. So. Und wahrscheinlich muss ich irgendwie aufs Dach drauf kommen oder nicht? Oder wie? Oder was? Oder wo? Wir nehmen einmal die Kamera hier oben, ne? So, wo sollte ich jetzt hier bitte was hacken? Was? Okay. Ja. Das ist ja schon mal gar nicht so gut, ne? Also, da müsste man gucken, dass man irgendwie auf das Dach dieses Gebäude drauf kommt. Irgendwie. Und warum steht da hinten schon wieder so ein 580er? Naja, dann hat er jetzt Jackpot gekriegt, ne? C29 haben Informationen zu einem bekannten Täter. Ich freue mich auch. Haben wir denn hier irgendwo so eine... So ein Dingens? So ein Dingensbummens, wo man eventuell aufs Dach drauf kommen könnte. Nö. Tja, das ist ja schon mal ein super Anfang, ne? Aber vielleicht kommen wir bei dem anderen Dingens irgendwie zu einem Bereich hin. Aus Milch! Wo man eventuell aufs Dach drauf kommen könnte, so wie das wird nix. Ja, alter Sack, geh nochmal. Jetzt ist genau, wo ich langfahren will. Also geh weg. Ja, ja. Du siehst das ganz genau. Ja, Entschuldigung. Ich fahre immer so. So. Gut, ne? Tja, kannst du mal gucken. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Sehr schön.
nehmen das Ding doch mit. So. Wie ist denn das, wenn wir den jetzt hier oben entsperren? Was bringt uns das? Ich weiß es nicht. Sehr schön, wir können eine Tür öffnen. Das ist ja nice. Hier haben wir ein Lüftungs-, also hier ein Luft-Gedings, also Schacht und so, ne? Vielleicht kommen wir da mit dem Jumper, also hier, ne? Vielleicht da drüben irgendwie hin. Ich weiß es noch nicht. Ja. Das ist eine ganz tolle Sache. Und das bringt uns schon mal gar nichts. So, okay. Dann, ich habe da eventuell noch eine andere Idee. Wenn es klappt, ist gut. Und wenn nicht, ja, dann, ja. Dann eben nicht. Dann ist es so. Sehr nice. Okay. So, warte mal. Wir haben jetzt hier aber keine Möglichkeit, irgendwie einen Lüftungsschacht zu benutzen. Nein. Okay. Es wird wahrscheinlich so eine einfache Möglichkeit geben, da jetzt irgendwie aufs Dach drauf zu kommen. Ich gucke nochmal hier eben mit dem gedingsten Teil. Ist das da in dem Dingens drin? Warte mal, V? Tatsache. Also müssten wir ja irgendwie einen Lüftungsschacht nutzen können. Jetzt müssen wir nur mal eben gucken, wo der jetzt genau gesehen haben tut und so weiter. Und das ist ja in manchen Situationen hier gar nicht so einfach und ich darf mich jetzt auch nicht zu weit entfernen. Aha. Ansonsten muss ich da leider mal offcam gucken. Aber das würde jetzt so nichts bringen, hier die ganze Zeit in der Folge rumzusuchen und man kommt doch nicht weiter. Aber hier über den Lüftungsschacht kommt man ja auch nicht rein. Das funktioniert alles nicht. Ich weiß nicht, ob hier unten irgendwie einer ist. Müssen wir höchstens mal austesten. Hm. Aber dahinter scheint auch nichts zu sein. Tja. Das heißt, hier sind wir jetzt ein bisschen, ein ganz kleines bisschen aufgeschmissen. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich selber auch. Was glotzen du ja eigentlich noch? Einheit vor Ort, Code 2. In Ihrem Gebiet wurde ein mutmaßlicher Straftäter gemeldet. Gehen Sie extrem vorsichtig vor. Er hat einen von uns getötet, hm. Jungs. Passt auf euch auf. Kleines Hundchen. Wuff, wuff. Hier auf dem Dach haben wir auch nichts. Das wäre sowieso komplett blöd, wenn man jetzt hier auf ein anderes Dach irgendwie drauf müsste. Nur damit man irgendwie über andere Lüftungsschächte hier vorne hinkommen könnte. Also es ist... Nee.
Ich glaube, ich habe jetzt ja auch schon wieder viel zu viel Zeit verballert. Ich glaube, eine andere Möglichkeit gibt es ja auch gar nicht. Also, weil das Ding ist ja hier in einem Lüftungsschacht drin. Das Problem ist jetzt nur, ich weiß nicht, wie ich in diesen Lüftungsschacht reinkommen würde mit dem Jumper. Na, selbst wenn ich jetzt hier drüben drauf springen würde und diesen weiten Sprung mit dem Jumper schaffe, heißt es aber noch lange nicht, dass ich dann auch an das Ding drankomme. Das ist nämlich das Problem, was wir hier gerade haben. Tja. Nee, wisst ihr was, da werde ich dann zum späteren Zeitpunkt nochmal gucken, weil wie gesagt, dieses Ding bringt uns ja nur ja, hier vorne hin, was eigentlich auch nichts wirklich, was nichts bringt. Ist eigentlich komplett für den Arsch. Na, wenn sie da wenigstens die Verbindung zu da drüben irgendwie hingepackt hätten, dann würde ich sagen, gut, okay. Ist verständlich, aber so nicht. Na ja, gut, dann würde ich sagen, mache ich hier mal einen ganz kurzen Schnitt. Also in der Folge haben wir es leider nicht so viel geschafft. Das tut mir leid. Aber wie gesagt, um diesen Punkt werde ich mich dann zum späteren Zeitpunkt kümmern. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt hier nichts finde, das würde nichts bringen. Ich melde mich dann gleich bei der nächsten Geldtüte wieder. Und dann werden wir versuchen, hier die restlichen Teile noch einzusammeln, die jetzt hier noch so auf dem Dings drauf sind. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis gleich zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüssi!